Wow. Wir schreiten zum Rosengarten, wo der Präsident mit seinem russischen Amtskollegen auftritt, um das Ende der Feindseligkeiten zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weicht die Welt zurück. Ein Kapitel, in dem wir für den Frieden ebenso viel. Wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes schon die Welt verändern kann. Die unsere Existenz bedrohte. Wer ist da? Gefangener 627. Ich bin wegen dir hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Price? Der Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish? Sagen Sie, Price, wie lange lag er im Sterben? Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Da musst du nicht lang suchen. Ah, oh, geil! Sicher, dass uns diese Panzerung schützt? Sie verschafft uns Zeit. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das dauert. Mein Arabisch ist etwas eingerostet. Captain Price, sondern oh. Genial, jetzt spielen wir mal wieder Captain Price. Ich hoffe, dass wir hier sind. Ich habe mich eingekriegt. Makarov ist im Atrium im obersten Stock. Das ist es. Makarov kommt hier nicht lebend raus. Wow, ich liebe es. Jetzt kann ich auch mal endlich meinen Juggernaut machen. Das ist für Soap. Wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Die zweite Welle wird jeden Moment kommen. Da kommen sie, genau nach Prag. Auf die Waage feuern! Makarov hat da drin eine kleine Armee. Das hilft ihm nicht. Die Lifte hacken, damit er nicht weg kann. Bin dabei. Glaubt ihr, erst mit diesen billigen Granaten könnt ihr mich beeindrucken? Boah, die Musik ist so episch gerade. Ey, ich hab ein Geschenk für euch! Das ist das erste Mal... Das ist das erste Mal in Modern Warfare, in der gesamten Modern Warfare-Reihe, dass der eigene Charakter auch mal spricht. Nicht mehr in Modern Warfare 1, als ihr Captain Price gespielt habt, konntet ihr hören, wie Price gesprochen hat. Scheiße, es war Zivilisten, oder? Okay, kontrollieren Sie auf. Wir schicken Sie euer Stockwerk. So, Makarov, willkommen zu dir. Alles klar. Makarov, du Stock. Er hat jede Menge Wachen dabei. Womit bekommen wir es zu tun? Mehr als 40 Soldaten, MPs und Sturmgewehre. Also das Übliche. Feindlicher Helikopter in Anflug. Was? Will zum Dach. Vermutlich zu Makarov. Weiter feuern. Also, weißt du was? Ich hab doch hier einen Grand. Ich weiß gar nicht, wie mich das überhaupt nicht mal interessiert. Okay. Scheibenkleister.
Mann! Noch aktiv dabei, Price. Oh! Nein! Unsere Panzerung ist schrott! Nicht im Ernst. Nikolai! Wir brauchen einen anderen Lift! Verstanden, ist unterwegs! Oh oh. Dann will ich mal. Oh, eieieiei! Für knapp 50 Jägen hast du aber noch ordentlich Zunahme, Yuri. Price meine ich. Das wird ihn nicht retten. So sehe ich das auch. Das wird ihn auch nicht retten. Pass auf dich auf, Junge. What the fuck? Akaros Helikopter ist eben gelandet. Er ist auf dem Weg dorthin. Er wird nicht entkommen. Welcome to the Oasis. Ja, Yuri. Einer hatte doch hier eine. Uff. Also am Ende wird es doch wirklich mal ein bisschen anspruchsvoll. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Werden wir nicht. Lebst du noch? Nö. Verdammt! Warum ich allerdings jetzt das, dass ich jetzt als Price spiele, ist ja wohl mal richtig episch gemacht. Gib mir meine Orden, das ist doch, das ist meine Waffe. Wow. Zum Teufel. Oh. Nein, nein, nein. Oh. Nein. Yuri, lass mich. Er darf nicht entkommen. Oh. Dieser elende Bastard! Ah. Moin! Wow! Was zum... Da. Moin!
Entschuldigung, ich übernehme mal kurz, ja? Dankeschön. Dankeschön. Oh, was zum Teufel? Was? Ich soll jetzt fliegen? Das ist, ja, das ist ein Scherz jetzt. Ah. Habe ich jetzt was richtig gemacht oder falsch oder gar nicht oder what the fuck? Was zum Geier? Makarov, du elender Bastard. Schnapp dir die Pistole! Auf Wiedersehen, Captain Price. What the? Ja! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Oh. Jawohl! Endlich! Boah! Scheiße, leck mich am Arsch. Wow. Endlich. Ich glaube, das war's. Jetzt macht er sich erstmal eine Zigarre. Geil. Oh mein. Scheiße. Oh mein Gott, endlich. Es ist vorbei, es ist geschafft. Wow. Freunde, das war's mit Modern Warfare 3. Boah. Meine Hände zittern immer noch. Also, ernsthaft. Anfangs fand ich ja, dass Modern Warfare 3 in der ersten Mission noch ein bisschen lame war. Aber immer, immer weiter kam ich wieder in das Modern Warfare-Feeling rein. Damit ist dieses drei Kapitel, dieses Spiel hatte drei Kapitel, von angefangen von Call of Duty 4 Modern Warfare 1 zu Modern Warfare 2 zu Modern Warfare 3 und jetzt ist Schluss. Wow. Wahnsinn. Also, die Jungs von Infinity Ward und Sledgehammer Games haben es wieder geschafft. Jetzt ist traurig, aber wahr, aber die Modern Warfare Reihe ist damit, glaube ich, zu Ende. Makarov ist tot, der Krieg ist vorbei. Wir haben Soap gerecht, jetzt musste Yuri noch dran glauben. Sandman ist wahrscheinlich auch noch tot. Huah. Dass sie Elemente von den anderen Modern Warfare Teilen mit eingebaut haben, davon bin ich eigentlich ausgegangen. Ah, Brian Tyler hat die Musik geschrieben, okay, also trotzdem. Richtig gut gemacht. Also, ich salutiere vor euch, Infinity Ward. Ich salutiere vor euch, ihr habt es wieder geschafft, dieses klassische Modern Warfare-Feeling mir wieder zu verpassen. Ich meine, das Spiel stand ziemlich stark in der Kritik, möchte ich anmerken. Von wegen, das ist einfach zu linear, es ist spielerisch genommen wie Modern Warfare 2. Eigentlich ist es ja nur ein Downloadable-Content für knapp 60 Euro für Modern Warfare 2.
Ja und nein. Also, was den Multiplayer angeht, haben sie ihn deutlich überarbeitet, sodass auch Anfänger sich wohlfühlen dabei und dass sie dann auch aufsteigen können. Bei Modern Warfare 2 hast du nur Kugelfutter im Multiplayer. Vom Singleplayer her hat es auf jeden Fall meine Erwartungen erfüllt. On behalf of everyone involved in the development of MV3, we thank all families and loved ones for their overwhelming support. You gave us strength to reach further. Dasselbe müsste ich jetzt eigentlich nochmal zu meiner Lebensgefährtin sagen. Aber gut. Wirklich viel hat sie auch nicht beigetragen, dass ich mal da in Verzug gekommen bin. Aber wow. Also dieses Spiel, der Wahnsinn. Einfach nur der helle Wahnsinn. Wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, dass das jetzt so viele Jahre gedauert hat, bis sie die Story beendet haben, mit dem Tod von Makarov. Gut. Es gibt für mich nichts mehr zu sagen. Es ist... auf der einen Seite traurig, auf der einen Seite ist es doch befreiend. Auch wenn es nur ein Spiel ist, ich versetze mich gerne in die Person hinein, die ich gerade spiele. Vor allem bei Ego-Shooter-Spielen. Aber richtig genial. Mir wurde ja eigentlich gesagt, dass das Ende total lame sein soll. Also an dieser Stelle an meinen Mit-TGN-Regisseur FreakGamer, aka FreakyZockt. Wir haben anscheinend unterschiedliche Ansichten von lame. Also das war alles andere als lame. Gut, damit ist dieses Projekt geschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das gesamte Projekt über, auch wenn es am Anfang ziemlich gedauert hat. Ghost? Ey, Moment, das war doch jetzt gerade eben Ghost, oder? Na, nicht die Spezialeinheiten, nein, nicht die Spezialeinheiten. Ich will jetzt nicht die Spezialeinheit zocken. Nein, will ich nicht, bist du blöd? Mal gucken, gibt's noch irgendwie... weil in Modern Warfare 1 gab's ja... noch einen Epilog. Und da hat mein Handy gerade wieder gebimmelt, super. Gut, also Freunde, das war's mit Modern Warfare 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir mal kritisch sagt, wie das Let's Play war. Und mit kritisch meine ich nicht unbedingt immer negativ. Es gibt ja auch positive Kritik. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Ich hoffe, ihr besucht auch mal meinen eigenen Kanal, wenn euch meine betörende Stimme gefallen hat. Und ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Projekt für TGN. Bis dahin, gebt dem Video einen Daumen nach oben oder jedem Video von dieser Reihe, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Jede Bewertung zählt für mich, nur dass ich mich besser an mir arbeiten kann. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.